Also einerseits hat Ecuador ja eine der größten Biodiversitäten in der Natur, andererseits auch große Probleme, zum Beispiel durch die Erdölförderung. Ja, die Erdölindustrie überall macht Schaden, das ist, kann man nicht verstecken. Und ja, wir haben das auch, das ist ein Geschenk der Natur. Und irgendwo wird verkauft und wir müssen da abpumpen, rausholen. Sämtliche Projekte gibt es in Ecuador oder gab es in den letzten Jahren, um das unten lassen zu können. Aber dafür hätten wir eine Kompensation bekommen von das, was wir nicht verkauft haben. Aber das sind schöne Worte, das haben wir im multilateralen Bereich bei der UNO vorgeschlagen. Das war ein sogenanntes Projekt Yasuni, weil das heißt, diesem Gebiet. Yasuni ist das allergrößte in Biodiversität. Stellen Sie mal vor, ein Hektar in Yasuni hat viel mehr Biodiversität als Kanada und den USA zusammen. Unglaublich. Im großen Bereich. Ne? Das, so reich ist es, das muss man schützen. Und das haben wir bei der UNO vorgeschlagen. Das ist selbstverständlich erfolgreich, das angekommen. Und der damalige Generalsekretär Ban Ki-moon hat der Koreaner, für sich das Projekt auch als Vorschlag genommen. Dann hatten wir die Flagge UNOs dabei im Urwald. Aber geht nicht weiter und wir haben auch Probleme damit. Und wir müssen, wie gesagt, Erdöl verkaufen.